Moin und Waldmannsheil zu einer neuen Folge von Wir Jäger in Niedersachsen. Auf dem LJN-Schießstand in Liebenau. Leonie ist heute leider nicht dabei, weil sie anderweitig für den NJ unterwegs ist. Aber ich habe mir mit der niedersächsischen Damenmannschaft im jagdlichen Schießen genug weibliche Unterstützung dazugeholt. Ja moin, ich bin die Birte und ich gehöre zum Kader der Niedersachsen Damenmannschaft. Und ich nehme euch mal mit, um zu gucken, wie wir einmal trainieren. Auf geht's! So, ihr habt ja bei den Bundesmeisterschaften in Buko ordentlich abgeräumt und den Mannschaftssieg nach Hause geholt. Was macht euch denn als Mannschaft aus? Als Mannschaft macht uns das aus, wir sind 8 verschiedene Charaktere. Oha. Ja. Und wir haben uns gesucht, gefunden und wir sind eigentlich jetzt 8 Freunde. Wird man denn irgendwie, muss man sich qualifizieren, um bei euch ins Kader zu kommen oder wie läuft das? Indirekt ja. Und zwar durch Leistung. Mhm. Man muss an verschiedenen Meisterschaften teilnehmen, Landesmeisterschaften, Bezirksmeisterschaften etc. Ja, mit ganz viel Glück kommt irgendwann ein Brief aus Hannover. Willkommen im Niedersachsen-Kader. Schön. Und seit wann gibt es euch? Uns gibt es seit 2011. Das heißt, vorher gab es keine Damenmannschaft? Nein, es waren Damen zwar da, aber alles nur in Einzelwertung, aber als Mannschaft erst seit 2011. Okay. Also ihr seid die allerersten und du bist von Anfang an dabei, richtig? Ich bin seit Anfang an dabei, ja. Okay. Ja, dann sind wir jetzt gerade auf dem Weg zum laufenden Keiler und wollen mal schauen, wie Ulrike trainiert. Und dafür setzen wir uns hier die Mickey-Mäuse auf, denn ich möchte nicht später zu der Riege gehören, die dreimal Geschichten noch mal nachfragen muss, weil es nicht verstanden wird. Okay. Da kenne ich nämlich aus dem persönlichen Umfeld einige. Und du? Oh, mehr als genug. Alles klar, wir gehen rein. Starten wir. Okay, hat hier auch schon ordentlich geknallt. Gucken wir mal vorsichtig rein. Jetzt sind wir hier bei Ulrike. Utu. Utu, warum Utu? Utu heißt Utu, weil wir haben 2 Ulrikes in der Mannschaft und Ulrike Schwertriger ist als zweites dazu gekommen. Und damit wir sie unterscheiden können, Utu. Okay. Wann ist sie dabei? Utu ist seit 2014 dabei. Okay, also auch schon länger. Ja. Dann erklär uns doch mal, worauf es hier ankommt. Auf Haltung und so weiter. Ja, also erstmal ist es dafür da, wir wollen auf einer Scheibe trainieren und nicht auf Wild. Das ist uns ganz wichtig. Und hier können wir das total verfeinern. Vom Standbild, der ganze Ablauf. Oh. Sie nimmt jetzt den Keiler auf, sie fährt mit, sieht das Bild und hat nachher bei Bewegungsjachten es leichter. Okay. Wer trainiert euch denn? Im Moment trainieren wir uns alleine. Wir haben leider keinen Trainer. 2019 hat uns Erwin Eichel altersbedingt verlassen, schweren Herzens. Und ja. Wir unterstützen uns gegenseitig und das ist auch ein Zeichen, was uns stark macht. Schön. Und jetzt kann man ja hier die Treffer schon mal sehen. Ja, sieht sehr gut aus. Also ein Wildschwein möchte ich bei Utu nicht sein. Wie war denn die Atmosphäre dieses Jahr bei den Bundesmeisterschaften? Spannend. So diese 2-jährige Pause, Corona, keiner wusste, wie die anderen drauf sind. Und ja, ansonsten vergleicht man ja und man hört ja auch im Laufe des Jahres, wie die anderen, Bundesländer trainieren. Ich glaube, wir gehen schon mal langsam in die Richtung. aber diesem Jahr, man hat nichts mitbekommen. Wir wussten also nicht, wie die anderen Mädels drauf sind. Aber ihr konntet doch noch trainieren, oder? Ja, wir haben angefangen wieder im März mit dem Training. Haben dann zwischenzeitlich ein paar Meisterschaften absolviert, Bezirksmeisterschaften, also jeder in seinem Bezirk. Wir kommen ja aus ganz Niedersachsen, also so ein kunterbunter Haufen sind wir. Und Landesmeisterschaften haben wir zusammengeschlossen. Ja. Und andere kleine Meisterschaften, die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft, da müssen wir uns ja auch qualifizieren für. Ja, und dann halt die Trainingseinheiten. Ne? Schweißen wir uns dann auch noch mal zusammen. Macht ihr sonst noch irgendwelche Aktionen außer Schießen zusammen? Weil du ja vorhin gesagt hast, ihr seid ja auch Freundinnen und ich glaube, das ist bei euch so, es kommt ja auch nicht jede in eure Mannschaft, ne? Also ihr habt da... Es ist schwierig, sag ich mal. Ne? Also wir machen ganz viel Spaß. Dieser Spaß muss verstanden werden. Und na klar, unternehmen wir auch privat was. Einen eigenen Humor? Ja. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Den muss man auch haben.
Und ja, wir planen eigentlich jetzt fürs Frühjahr 23 wieder so eine kleine Teamreise zu machen. Und Ziel ist dieses Jahr oder nächstes Jahr die Ostsee. Macht ihr da einfach Urlaub oder trainiert ihr dabei auch? Na, in diesem Fall wollen wir einfach mal Urlaub machen. Die Mädels waren vor ein paar Jahren schon mal auf Mallorca, da konnte ich leider nicht dabei sein. Ich hatte einen neuen Arbeitsplatz angenommen und habe natürlich noch keinen Urlaub gehabt. Trainingscamp auf Mallorca. Ja. Und da waren die Mädels aber auch auf dem Skistand unterwegs. Und macht ihr sonst noch irgendwie Training, mentales Training oder so? Nein. Für die Konzentration? Nein. Also da sind wir einfach, ich möchte mal behaupten, alt und erfahren genug, dass wir einfach sagen, so vorher Spaß, jetzt kommt der Wettkampf, Hebel umlegen, Feuer. Und dann seid ihr voll konzentriert und da gehen wir zack, alle zack. Motiviert in den Wettkampf rein. Ah. Ich werde hier jetzt mal meine, da ist die Batterie alle, ich höre nichts mehr. Ich nehme mal hier meinen aktiven Dinger rein. Was habt ihr? Habt ihr immer Kopfhörer oder habt ihr auch so aktiven? Sowohl als auch. Also viele haben den halt den aktiven. Warte mal. Erzähl mal ruhig weiter, bitte. Erzähl einfach mal. Manche haben auch die kleinen Stöppels für die Ohren, aber in der Regel sind das die großen Mickey-Mäuse. Okay, stören die nicht beim Anschlag? Nein. Also ich finde es jetzt, seitdem ich die habe, irgendwie freier. Ist gewöhnungsbedürftig. So, dann schauen wir mal, was Ulrike so macht. Ja, dann erzähl doch mal gleich so ein bisschen was, worauf es ankommt beim Flinteschießen. Ja. Anhand von Ulrike. So, Ulrike richtet sich jetzt mal erstmal aus. Sie ist jetzt auf Stand 2 beim Skischießen. Das heißt, beide Tauben kommen zur gleichen Zeit. Mhm. Für pro Tauben einen Schuss. So, da haben wir jetzt wunderbar gesehen, dass es ein bewegendes Ziel ist. Und hier ist es ganz wichtig für die Entenjagd. Die Enten halten ja auch nicht mitten in der Luft an und bleiben stehen und warten, dass sie beschossen werden. Nein, hier ist es wirklich, das Vorhaltemaß zu trainieren, die Bewegung, das Ziel sauber aufnehmen, vor die Taube gehen. Und das hat sie wunderbar das jetzt umgesetzt. Ja. Sie hat beide Tauben wunderbar aufgenommen, hat durchgezogen und dann den Schuss absolviert. Naja, grober Kaffee würde ich sagen, das sind noch die Bohnen. Das haben wir schon mal besser gesehen. Gehen wir auf den nächsten Stand. Gehen wir auf den nächsten Stand, aber da möchte ich es fein gemahlen haben. Die Tauben haben einfach Angst vor ihr. Ja? Ja. Da also läuft das alles. Die haben zu Recht Angst vor ihr. Ja. Ja. Das ist so. Macht ja alle platt. Sie hat auch mal sportlich geschossen. Das heißt? Ja, es ist auch identisch. Also ich kenne mich mit dem Sportlichen nicht ganz so gut aus. Es sind 25 Tauben. Wir beschießen hier noch 15. Ja, und da ist das natürlich so, wie man es jetzt sieht. Immer wieder neu konzentrieren, den Ablauf wieder reinholen, die Taube wieder aufnehmen, fokussieren, vor die Taube durchziehen, Feuer. Und wenn man das beherrscht, dann macht die Enten- und Gänsejagd doppelt so viel Spaß. So, jetzt du Blätter und dann Einzelhaus. Da kannst du jetzt geil sehen, wie sie aufgenommen hat. Hat sie schnell beschossen, die erste Taube, und hat richtig gewartet, bis die Hochhaustaube ankam. Hat sie richtig schön fokussiert mitgenommen. Wenn sie die beide zusammengetroffen hätte, wäre Fehler gewesen, oder? Nee, dann kriegt sie eine neue Taube. Und also eine neue Dublette. Ja, mega. Macht Spaß zuzugucken. Danke. Wusste gar nicht, dass du einen neuen Job hast. Was denn? Kaffeeproduzent. Ja, geil. Ich würde sagen, gehen wir mal zu Anke. Gucken mal, wie die sich bei der Kugel rumkugelt. Jo. Oh, dann auf geht's. Das war ja richtig schön, ihr zuzuschauen. Also ich gucke immer gerne Leute an, die ihr Handwerk verstehen. Ja, bei Uli ist einfach Verlass. Sie ist unsere Bank. Sie ist Taubenkönigin, mehrfache deutsche Meisterin im Taubenschießen. Also wenn es mal hapert. Auf Uli ist Verlass. Wie bitte? Wenn es mal hapert bei uns.
Uli zieht also die heißen Kohlen aus dem Feuer. Also, sie holt unsere Punkte. Ja, so sieht's aus. Wir schauen jetzt mal, was Kugelkönigin Anke macht. Seit wann ist Anke dabei? Anke ist unser Küken sozusagen. Anke ist in diesem Jahr zu uns gestoßen. Ja, hat sich super in die Mannschaft integriert. Das soll was heißen. Das soll was heißen. Das stimmt. Und dann gucken wir mal, was sie da anstellt. Alles klar, kommt mit. So, wollen wir mal gucken. So. Ich glaube, wir können ja schon mal ganz gut durchs Fenster schauen. Ja. Ein bisschen luschern. Da steht sie. Ah, ja. Guck mal, sie richtet sich schon nach oben aus. Das ist ja jetzt 100 Meter freihändig, Überläufer. Genau. So. Wie macht man das mit der Atmung? Das ist eigentlich, die Atmung ist erstmal im letzten Schritt. Erstmal kommt die Grundposition. Wie hat sie die Füße hingestellt? Wie steht der Körper? So, und dann ist es wirklich quasi wie bei fast jeder Disziplin. Einatmen, ausatmen und beim Ausatmen den Finger krumm machen. Und nie das Ziel aus den Augen verlieren. Das ist das Wichtigste. Und wenn ein Schuss mal gar nicht passt, dass ich ihn nicht loswerde, dann lege ich die Waffe ab, schüttel mich immer durch, stelle mich neu hin und nehme das Ziel neu auf. Okay. Oh, Anke wechselt die Disziplin, sie geht auf den Fuchs. Okay, dann gehen wir mal rein und gucken, wie Anke am Fuchs ist. Dann gehen wir mal zu Anke. Na, bist du drin, das erste Mal? Hallo Anke. Hey, na, bist du fleißig beim Fuchs? So, und jetzt beim Fuchs kommt es wahrscheinlich auch auf Atmung, aber hauptsächlich auch auf Liegeposition an, oder? Erstmal Position. Was ist dabei wichtig? So, hier ist es jetzt erstmal wichtig, dass sie das gute Gefühl hat. Sie muss eine stabile Lage haben. Ja, also man sieht schon, das hintere Bein ist schön lang gestreckt. Mhm. Und mit dem rechten angewinkelten Bein hält sie die Waage, dass sie nicht ins Flattern kommt, also nicht in die Bewegung. Und so ist es jetzt auch mit dem linken Arm. Ne, damit fixiert sie den Vorderschaft. So. Und unten kann man sehen, mit dem rechten Ellbogen stützt sie sich auf, so dass sie richtig schön stabil liegt. Also dass sie nicht links und rechts zur Seite wackelt. Ja, ein bisschen hoch. So, jetzt überlegt Anke, was sie jetzt verändert. So, das heißt zum Beispiel, da verändert sie jetzt so ein bisschen die Armposition, dass sie dann noch ruhiger wird. Mhm. Und jetzt ist es genau wie bei anderen Disziplinen auch. Einatmen und beim Ausatmen langsam den Druck am Abzug erhöhen. Stehen angestrichen. Mhm. Das heißt, sie hat eine richtig stabile Position. Beide Knie sind durchgedrückt. Sie fixiert sauber an. Mit dem linken Arm fixiert sie die Waffe. So, dass sie den Bock ganz sauber strecken kann. Bleibt man's heil. Bocklich. Bleibt man's dann. So, das ist halt auch eine schöne Übung für die Natur. Beim Pirschen. Mhm. Wir haben unseren Zielstock vergessen. Was haben wir? Vielleicht mal einen Baum. So, Grundposition. Und da konnte man richtig schön sehen, ganz normal weitergeatmet, Loch und Loch und sie schießt doch. So. Weitergeatmet und beim Ausatmen, dass sie da den Druck vom Finger dann erhöht hat. Was fehlt denn noch? Das Trappschießen fehlt noch. Das Shootout. Ja. Dazu kommen wir jetzt. Das machen wir. Auf geht's.
So, man muss ja jetzt sagen, ihr seid ja nicht vollständig, ne? Das nee. Müssen wir noch mal festhalten. Wer fehlt denn bei euch heute also, hier? Bei uns fehlen im Moment Carmen ja. und Katrin. Ja. Die sind leider berufsbedingt nicht freigekommen. Ja, und unsere zweite Anke, die sogenannte 318. Und Nicole haben leider beide Corona. Oh, schade. Ja. Also ihr seid zu acht, das heißt sechs sind fest in der Mannschaft und zwei sind Ersatz. Ersatzschützen oder, aber wir sehen sie nicht als Ersatzschützen, wir sind acht. Ihr seid acht? Wir sind acht, ja. Alles klar. Wollt ihr Spaß haben? Ja, Mädels, dann macht euch fertig. Auf. Ready to go? Ja. Ready to rumble. Let's get ready to rumble. Auf geht's, komm. Also nach acht Wochen Abstinenz. Deutsche zuletzt dann. Ja, war doch mal geil, oder? Schön Spaß gehabt. Ich bin mit 14 zufrieden. Ja, können wir auch. Ich ja. So? Supi. Ja. Wisst ihr was, Mädels? Wir laden mal Helena ein, mit uns zu schießen. Ja. Ja, komm. Natürlich. Komm. Doch. Mit Gehang. Mit aber gefangen. Nur, wenn ich dann meine Punkte auf der Fehlerliste wieder gut machen kann. Das diskutieren wir nachher aus. Das diskutieren wir nachher aus. Okay, Mädels, aufladen, komm. Auf geht's. So, die Chokes sind drin. Jetzt heißt es, Munition aufladen. Wenn der Bademeister nicht schwimmen kann, liegt es nicht an der Badehose. Okay, das geht. Gut. Den Druck nicht erhöhen, aber du hast immer noch eine vorbei, ne? Bitte wollt ihr noch sagen, wie viel ich getroffen habe? Keine 15. Aber? Ja, ich meine, sind wir mal ganz ehrlich, die Aura von so einer Mannschaft, die ist so schnell übertragen, also 13 Tauben, das erste Mal, ne? Ich danke euch. Respekt. Sehr gut. So, wir hatten einen wahnsinnig tollen Tag hier mit den Mädels vom Damenkader auf dem Schießstand. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ich euch mal beim Training zuschauen durfte. Und wenn ihr mal Teil einer Folge werden wolltet, meldet euch einfach unter jäger@dlv.de. Und wenn ihr mögt, liked und kommentiert uns auf YouTube und Instagram. Tschüss. 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 Aber eine Sache haben wir noch. Helena, deine ganzen Verstöße über den Tag. Wir wollen es ganz friedlich ausgehen lassen. Du lädst uns jetzt auf ein schönes Getränk ein und dann ist der Drops gelutscht. So mock wieder. So mock wieder. Tschüss.